Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Show hier auf dem Kanal. Ich bin der Blue Creeper AD und heute geht es um ein besonderes Teil. Ich habe vor 3-4 Monaten ein Wargear gebaut, V1 heißt es. Es ist groß geworden, es ist klobig geworden, ich habe einen Beschusstest gemacht, es gibt es nicht zum Download aus einigen Gründen und das ist halt nicht so gut gelaufen, wie ich es dachte. Deshalb habe ich mir gedacht, ich baue ein neues, sogenanntes Wargear. Wer noch nicht weiß, was ein Wargear ist, es sind Hightech-Kampfmaschinen. Wir haben Kanonen, wir haben Scheinwerfer, wir haben eine richtige funktionierende Brücke. Und ich stelle heute das Wargear S1 vor. S für Season, Session, keine Ahnung, könnt ihr halten wie ein Dachdecker. Hier auf den Redstone World Server, das heißt, mit diesem Viech kann man dann kämpfen, tatsächlich, wenn man dann World Edit Rechte hat. Also, ja, ich würde euch aber nicht raten, mit diesem Viech hier zu kämpfen. Ich werde es vorstellen, ich kann euch aber jetzt schon sagen, es hat keine gute Panzerung. Es ist das Allerschlechteste vom Schlechtesten, also das Kleinste gehalten. Also es ist klein und man kann es so leicht zerschmettern, dass... Ich habe da schon mal so einen Test, einen Wargear-Fight-Test gemacht und mit dem gegen ein anderes Wargear und von diesem Viech war überhaupt nichts mehr übrig. Nicht einmal die Brücke. Also, das ist dann schon so ein bisschen, ne? Na gut, ich kann ja erstmal drumrum fliegen. Wir haben noch mein Logo hier auf der rechten Seite. Ne? Hier haben wir schon ein anderes Viech stehen. Das ist nicht genauso schlecht, aber es ist von der Kanonenanzahl ist es ein bisschen größer. Wie gesagt, S1, hier nochmal spiegelverkehrt, wobei das S sollte eigentlich umgedreht sein. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Ne? Und eine Kreation von Blue Creeper, die sehen wir hier. Hier ist auf der Seite nichts. Und dann haben wir wieder die Front. Aber wir sehen hier zuerst eine kleine Shotgun. Die erste, die zweite hier, die dritte hier. Hier haben wir dann noch zwei nebeneinander und hier. Mehr Kanonen hat das Viech nicht. Das ist, ja, nicht sehr viel. So, Wargear S1 bei Blue Creeper, der YouTuber. Naja, das hätte man sich auch sparen können. So, hier. Jetzt sind wir hier beim Eingang, haben hier zwei Lampen. Die sind einfach nur zur Beleuchtung, falls der Fight nachts ist, dass man den Eingang hier findet. Hier steht, habt gefälligst Glück, sonst ich euch. Ne? Wisst ihr schon. So, Richtung Brücke geh einfach und lasst mich in Ruhe. Die Schilder sind nicht so höflich. Hier geht's zur Brücke, da gehen wir gleich hin. Wir können erstmal zur Shotgun 1 gehen. Hier haben wir eine normale Truhe mit TNT drin. Können wir uns einen TNT-Block stehlen. Funktioniert ganz einfach, die Shotgun. So. Beim Beladen ganz einfach und den Delay kann man natürlich irgendwo auch noch einstellen, das ist hier. Aber da könnt ihr noch einen Tick drauflegen oder einen Tick zurücknehmen, ne? Je nachdem wie euch ist. Oh. Ja, das war schön. Ja, natürlich nur bis zum Redstone-Signal legen, nicht bis zum Glasblock, weil der nicht gepowert wird. Das war ja schon ein schöner Start, ne? So, wir haben hier natürlich auch eine schöne kleine Innenbeleuchtung und das Wargear trägt den Namen Sandstone für Sandstein. Und hier oben ist offen, das frage ich mich gerade auch, vielleicht habe ich da noch irgendwie gearbeitet, keine Ahnung. Wir gehen jetzt aber mal zur Brücke, hier haben wir die Brücke, da schauen wir gleich rein. Huch, jetzt gehen wir aber erstmal nochmal hier haben wir die Shotgun 2, die ist hier unten, genau das gleiche Spiel, nur dass wir hier halt... paar Redstone-Sachen haben. Dann geht es hier oben zu den Kanonen, die kann ich ja auch schon mal zeigen. Hier haben wir natürlich wieder normale Shotguns hier. Auch hier natürlich bis zum Redstone-Signal füllen und weiter nicht. Hier der Wasserspot sollte eigentlich mit Blüten hier sein, damit man da nicht längs baut, aus Versehen. Und ja. Das kann man dann so befüllen hier alles. Das macht ja nichts. So.
Ah, diese Seerosenblätter werden irgendwie nicht immer mitgespeichert. Und dann kann man von hier unten, also wir können das gleich mal von der Brücke aus probieren, die sind jetzt alle hier geladen, die oberen. Dann können wir von der Brücke aus diese ganze Etage einfach mal abfeuern. Von der Brücke aus. Soweit es den Knopf gibt. Also ich habe den eingebaut, das weiß ich, aber ich glaube, da muss ich noch was dran ändern. So, jetzt sind wir hier als erstes auf der Brücke. Hier ist der Commander oder der Captain. Der ist hier und hat alles in... Der überwacht alles, alles. Jeden einzigen pingeligen Fehler. So. Wir gehen einfach mal die Funktionen durch. Hier haben wir Lichtbrücke, das sollte selbstverständlich sein, was das zu bedeuten hat. Ist jetzt an. Licht im Vorgier Etage 1. Dann können wir hier das ganze Licht anmalen. Da sehen wir jetzt, alle Lampen hier sind an. Die hier unten gehen mit den Scheinwerfern an. Und hier auch alles an, war eben stockduster. Und jetzt können wir es wieder ausschalten. Bringt ja auch nichts. So, hier haben wir jetzt Alarm, Vorgier beschädigt, eventuell auch Kanonen. Ja, dieser Sensor geht nämlich oben an den Kanonen vorbei. Können wir auch gleich mal austesten. So, jetzt haben wir hier Alarm Reset für alle Alarme. Also es gibt hier nur einen, von daher kann man nur diesen einen resetten. So, alle Kanonen in Etage 2 abfeuern. Wenn das jetzt klappt, dann sollte gleich... Tut mir leid, es ist ein bisschen blöd jetzt hier. Warte mal, was ist denn hier? Guck mal, der Knopf geht hier ran. Ja, wow. Warte mal, da müssen wir mal gucken. Kein Wunder, der bepowert das. Der befeuert das hier nicht. Befeuert, ja, powered, feuert. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Dann müssen wir mal die Leitung nochmal... Ja, genau, jetzt habe ich sie ausgelöst. Das ist natürlich eine Fackelblockleitung. Das heißt, es ist immer entgegengesetzt. Und wenn ich jetzt einen Fehler hier mache, dann ist alles abgefeuert. Ja, gut, müssen wir von hier aus machen. Warte mal, kann man das hier... Nee, so kann man das machen. Huch. So kann man das machen. So, jetzt bauen wir hier sogar ein bisschen auf. Macht aber nichts. Huch. What the fuck? Also, wartet mal. Jetzt haben wir hier noch ein Problem. Fängt ja gut an. Hä? Ach. Ist ja kein Wunder, dass es hier nicht funktioniert. Kein Wunder, kein Wunder. Okay, gut, dann machen wir das Schild mal ab. Dann haben wir das hier auch. Dann haben wir das, die hier funktioniert sowieso. Und die hier auch. Also, ja, gut. Ja, wir können es doch mal austesten. Einfach mal den Block hier wieder zu machen. Sandstein. Und den mache ich dann zum Hebel. Damit er umgekehrt ist, damit das Redstone-Signal hier aus ist. Dann können wir nochmal beladen. Dann können wir uns gleich nochmal alles anschauen. Ihr habt es aber eben gesehen. Schon was Großes. Großes Einschlagsloch. Ja, also so viel Damage macht das Ding auch nicht, aber man, die Kanonen sind leicht zu beladen, sie sind klein, sie sind, naja, schnell zu beladen, könnte man jetzt eigentlich auch sagen, wenn nicht das gegnerische Vorgier schon hier reingefeuert hat, dann würden die Kanonen schon ein bisschen länger überleben. Und wir können jetzt einfach mal Claire, so, und Feuer. Können wir uns hier oben hinstellen und sagen, holla die Waldfee. Macht natürlich nicht so viel Damage, es gibt natürlich noch mehr Kanonen, die so viel mehr Damage machen, aber ich finde es bis jetzt gut. Wir haben natürlich jetzt hier noch die Scheinwerfer, die sehen wir hier unten, können wir auch nochmal nach draußen fliegen. Die haben wir jetzt an, diesen, das hier und der Eingangsbereich, der leuchtet jetzt auch natürlich. Muss ja auch alles funktionieren, ne?
So, dann haben wir den Fehler auch schon mal behoben. Und dann haben wir natürlich noch die MGs. Die sind auch interessant, wobei die sieht man jetzt gar nicht, oder? Sieht man die? Ja, man sieht die nicht so viel, also falls das gegnerische Borg aus Wolle besteht, weiß man ja, was man zuerst abfeuert. So. Das war dies, das war das. Merkfunktion hat das Wort hier gar nicht, aber wir können einfach mal. Machen wir mal just for fun. Wir haben ja hier jetzt, man sieht jetzt das Innere hier mit der Technik. Wir können tatsächlich mal, wenn ich jetzt weiß, wo die nochmal war. Hier nicht, hier nicht. Glaube ich zu weit oben. Guck mal hier. Irgendwie verschwindet die hier. Ah, hier längs geht sie. Das hier ist die Alarmleitung, ja. Deshalb auch eventuell Kanonenbeschädigt, weil die hier oben längs läuft. Wenn wir die jetzt ausschalten, dann haben wir natürlich den Alarm an. WG beschädigt eventuell auch Kanonen. Man hört das akustische Signal und das optische sieht man ja da. Ja, hört sich pingelig an. Hört sich sehr zickig an. So. Und das war's dann aber auch eigentlich schon. Wie gesagt, Redstone World Wargear könnt ihr damit fighten, kein Problem, no problemo. So, ja, das war's eigentlich von dem Wargear S1, also für Session oder Season oder was könnte man sich denn da noch ausdenken? Ich weiß es gar nicht. Ist mir aber auch relativ egal. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Macht's gut, ciao!